Ja, hallo da draußen und recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Und was wäre Anno 1800 ohne den lieben Anno Cristiano? Moinsens! So. So. Schiff unter Beschuss. Und ich immer noch mit dicke Minus-Problem. Eieiei. Zur Stelle. Was man so überhaupt nicht passen will. Falle will dann überhaupt und sowieso alles ganz schrecklich ist. Mehr als bereit. Was bitte war denn da? Ich hab doch. Drei Insel. Das heißt, man könnte theoretisch dann, wenn man das so macht, dass man das so macht, dann könnte man das so machen. Das wäre doch eine Idee. Klingt nach einem Plan. Gell? Bin selber ganz erstaunt. Ich bin ganz allein auf die Idee gekommen. Wild Coyote, super Genie. Ich bin so stolz auf mich. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Ja, ja, die Feuerwehr ist doch gebaut. Achso, hat aufgehört. Es mangelt an Arbeitskraft. Ich mangel an Arbeitskraft. Der Tino aus jeder neuen Woche. Das wäre ja langweilig. Südle, haben wir denn hier noch? Naja. Wenn man den Satz nicht mindestens einmal hören würde, oder? Ja. Na gut, einen könnten wir und zwei theoretisch auch. So. Dann bleibst halt einfach da, wo du jetzt bist, und mir auch egal. Darum zicke willst du denn. Pum, badum, badum, badum. Badum, badum, badum. Neue nicht verschieben, bisschen blöd. Jetzt habe ich wieder 2000 Minus und ich verstehe nicht warum, ich verstehe es noch gar nicht. Aber Kontostand ist noch gut, oder? Ja, ja, ich habe jetzt 80.000 verloren. Okay. Sei der letzte, also in der letzten Folge jetzt. Alles bereit. Zwei mit Ziegel. Ich habe halt keine Ahnung, wie ich an mehr Einfluss komme. Einwohner. Na, ich habe jetzt 11.000 Einwohner. Okay,
das ist schon eigentlich ordentlich. Hm? Das ist ordentlich, aber du brauchst halt pro Insel halt welche, ne? Je größer nämlich die Insel, also Städte werden, desto mehr okay. Einfluss sammelt man dann auch. Also wenn zum Beispiel deine neue gegründeten Inseln da irgendwie so eine Art kleine Mini-Dorfsiedlung draufsetzt, dann kriegst du darüber auch wieder Einfluss. Okay. Net to know. Jo, nee. Also ich muss auf jede, ich sollte tunlichst auf jede Insel irgendwie ein paar Häuser pflanzen. Yep. Das tut mir nicht alles am besten auf der Insel. Und die, wie ist das mit den Tierprojekten, bringen die auch Einfluss oder wie ist das? Was ist das nur fürs Ansehen? Oder? Das ist primär für die Zufriedenheit und Ansehen der Insel, ja. Nicht wichtig. Ei. Also mich nicht erstmal nicht so wichtig, dass man nicht drauf verzichtet. Steuermann! Irgendwo hier da soll eine Aufgabe sein. So. Hilfe! Mein kleines Licht! Ich fürchte, mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter. Wurde auch Zeit, dass wir sie Was? Zeigen. Finden Sie Joseph Jefferson, Tragödiendarsteller ohne Sondergleichen? Wir haben Grund zum Feiern. Was bringt das? Es mangelt an Arbeitskraft. Okay. Kauft sich bei dir wieder ein Grad. Wer? Wo hat er einen Anteil zurückgekauft? Ich könnte dich Knolle zum Insel, Weinen bringen, wie ein kleines Kind. Die Insel heißt. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Wie hieß die? Also hier nicht. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ups, ich habe keine Kochbanane mehr auf Essen. Bananenmangel. Könnte man so sagen, ja. Die ist ja wie Moschte. Leinen los! Das hast du jetzt gesagt. Segel setzen! Okay, wie baut man das? Noch ein Sträßlein und Tor. Ja, schon wieder. Mein Gott, jetzt echt jetzt mal. Was haben sie denn jetzt schon wieder? Schief unter Beschuss. Ja, die Piraten sind so blöd, die fahren voll in mein Hafengebiet rein. Wundert sich, warum ich sie abschieße. Hm.
Aber nicht so schlecht. Jetzt haben wir das Bauding entschlüsselt. So. So, wenn ihr die Texte von der Expedition lesen wollt, drückt einfach kurz auf Pause im Video. Jo. Wird irgendwann, werde ich mal ein Endlosspiel starten, wo ich die dann auch in Ruhe mit vorlese, aber hier für den Multiplayer, ich weiß nicht, das bietet sich nicht so richtig an, finde ich. Und man unterbricht dann ja den anderen ständig. Schiffe sind Mitte zu. Oh ja, jetzt viel mehr Arbeiter. Blablabla. Ja, ich weiß, ich kann ihn nicht aufwerten. So viel Insel versorgen muss. Ja. So, schauen wir mal. Gibt's noch irgendwo? Boah, so schon ein bisschen Loot hier, wa? Spielstand gespeichert. Spielstand gespeichert. Okay. Oh Leute, das wir raten, die arbeiten hier gar nicht noch. Ja, war ja gut. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ja. Oh, erstmal keine weitere Arbeit. Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, wir waren guter Filmmädel. Das ist richtig. So. So. Das ist doch schön, da kehrt wieder Ruhe ein. Das ist doch auch toll, da kommen wir nicht alle Besucher. Gibt's jetzt auf dem Müll? Flotte bereit. Kann das so gedruckt werden? Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, gütiger, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Bitte, wo sind's Kreiskund? Ich kann's eh nicht lektieren, also von dem her schon was soll's. Kompromissloser Journalismus! Muss einer dieser neuen Inseln hier sein. So,
rundet. Ui, ich mach 53 plus im pro Runde. Wupp, wupp. Ja, ja, jetzt sind sie wieder krank, mein Gott. Oh, das könnte gut sein. Zack. Ja, hallo. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie es schon wusste. Ja, 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 ist ja gut. Lass sie ausbreiten, ich bin doch da. Okay. Oh ja, mein Gott, das blöd, so ein Fuß absägen, echt jetzt mal. Tendenziell ist die hier aber größer, ne? Ja, die ist ein bisschen größer. Was nennt sich Arzt? Das ist doof, zu einem Fuß absägen. Alles selber machst. Ja, dann passiert gar nichts, ne? Ja. Einfach auf nichts verlassen kannst du nicht. Oh, jetzt bin ich wieder bei 70 minus. Cool. Ich fühle mich gleich viel wohler. Endlich wieder in alten Gefilden. Die Kirche kommen, da sind die zufrieden. Sollen sie sich einen Devolutscher kaufen? Bam, bam, bam. Schiff vom Stapel gelaufen. Schoner steht bereit. Ihr habt das auch gerochen, dass da jetzt ein unbewaffnetes Schiff im Hafen liegt, oder? Die sieht manchmal ich wirklich wie verhext. Flotte erwartet Befehle. Und was? Ich sollte den Kavalier vom Hai ja, doch wohl unterscheiden können. Was macht er denn für einen Aufstand? Ein bisschen huste. Ich weiß, es mangelt an Arbeit, es mangelt an allem, es mangelt sogar an Nerven. Spielstand gespeichert. Es mangelt an Nerven. Jo. Wir lassen uns nicht über den Tisch ziehen. Also für den Preis. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. Lassen Sie uns den Einsatz erhöhen. Sie haben recht. Gehen wir noch einmal in uns. Okay. Hoffen wir mal ein bisschen Ruhe hier. Neue Befehle? Oh. Oh. Ja, das ist jetzt aber blöd. Auf die war ich nicht angewiesen. Ha, ich brauche Eisen. Alles bereit. Bitte? Ich sag, ich brauche Eisen. Ja, hast du keins, oder wie? Ja, doch, schon noch. Schiffe nur sind nicht, nie für die Ewigkeit. Ruder übernehmen. Nur nicht da, wo... Wenigstens ein paar Ecken und Kanten hast du. Also, ich könnte da verkaufen. Jetzt schnell. Wochen 40. Nein! Ei! So,
Du fährst aber schon wieder entschieden zu nah hier an dieser Küste längs. Lieber Clipper. Ei! Du siehst es ja selbst. Alles bei uns ist knapp, wie gewöhnlich. Dann muss der Teufel jetzt halt mal kurz warten. Kurs gesetzt. Auf Ihren Befehl. Jetzt können sich Goldbarren immer doch mit. Klar. Goldbarren, Halleluja. Bekriegt als Belohnung. Wäre es sehr oberflächlich, sich nach etwas Luxus zu sehnen? So, jetzt bin ich bei 1300 minus wieder. Läuft. Ja, wenn es so weitergeht, bin ich jetzt demnächst bankrott. Das ist immer ein bisschen was. Ja, mir fällt da rum. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Warte, was ist denn hier los? Wow, Fregatte. Schoner. Oh, nee, Bier. Spielstand gespeichert. So, mein Schiffsladen, Kanone in den neue Weltfahrer. Ja, nö, du sollten. Ja, nö. Route eingezeichnet. Nö. Ein neuer Auftrag? Ja, neue Welt auf, los geht's. Das ist der neue Auftrag. Ein bisschen Sachverkauf jetzt, weil sonst kriege ich nämlich echt Probleme hier. Zu einem Imperium gehören Land und. Alles bereit. Doch noch ein Clipper, verdammt. Wo ist jetzt der neue? Was haben wir hier? Erwarten neue Horizonte. Wie hieß der Quark nochmal? Also ich bin gerade in Frieden mit dem. Bei dem Russen? Nee, mit dem Piraten. So ein bisschen mal vielleicht durchatmen kann ich jetzt erstmal hier. Eine Krankheit mein Zustand ein bisschen ausgebrochen. Ja. Stimmt, ich wollte ihn eigentlich. Die Menschen lassen sie hochleben. Ach, oh nö.
brauchen jetzt Bier und Zigarre. Das ist jetzt eher semi-gut, liebe Bevölkerung. Einsatzbereit! Warte mal. Ein Feuer ist ausgebrochen. Ey, ey, ey. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Aber ich glaube, so langsam sind wir, glaube ich, in der Reichweite, sind wir die Folge beendet. Ne? Ja, ich sehe es gerade, 26 Minuten sind wir wieder. Mein Gott. Dann bedanke ich mich beim Schwarmboy fürs Mitmachen. Wir sehen uns dann alle in der nächsten Folge wieder. Und schaut doch gerne beim Schwarmboy vorbei. Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung unten. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Rummel, rummel, moss, moss. Jupp, ciao.